Liebe Leute, hier ist Mr. 1234 und heute, wie versprochen, baue ich die letzten verbliebenen 7 Häuser komplett in bunt. Bevor ich damit anfange, möchte ich euch erstmal was sagen. Ich habe zurzeit Probleme mit WLAN und ja, das liegt daran, also ich hatte mein Guthaben wohl aufgebraucht. Der ging nur eigentlich bis heute. Und ja, und dann habe ich mir gesagt, na, dann nehme ich nicht am Tag nicht mehr so viele Videos auf, weil bevor es dann wieder die Aldi-Werbung gezeigt wird und dann wieder dauernd Unterbrechungen kommt, muss ich ja immer die Videos dauernd zusammenschneiden. Ihr kennt es ja bestimmt noch. Deswegen nehme ich die nächsten Tage jetzt nicht so viel auf, solange ich mein Guthaben noch nicht aufgebaut habe. Aber das werde ich euch schon noch sagen. So, ich habe mir vorgenommen, jetzt hier bunte Häuser bei Minecraft zu bauen. Und zwar beginnen wir mit Wolle. Da mache ich mal hier schön die Farbenreihenfolge. Dann rot, gelb. Dann würde hier grün kommen. Dann würden hier 2 Gläser kommen. Hier setzen wir mal blau. Nee, komm. Grün. Also hier. Rot, gelb, dann geht's hier grün, blau, rot. Na, dann ist ja hier schon. Ich mach's nämlich so, dass die Farben sich nicht so direkt berühren dürfen. Also über Kreuz geht's noch, aber halt so nicht. So nebeneinander stehen oder so. Ich merke, es ist schwierig. Dann muss ich so. Kommt hier rot, dann kommt da gelb und dann kommt da grün und dann kommt hier wieder blau. Da blau, dann kommt da grün, dann kommt da rot und dann kommt da gelb. Dann kommt hier gelb. Rot. Blau. Und grün. Ja. Ist jetzt nicht so wirklich perfekt, aber ich hoffe, es geht so. Das könnte jetzt auf jeden Fall lange dauern. Also ich mache jetzt nicht immer solche Muster. Was kann ich auch machen? Zum Beispiel einen Magma-Block mit... Nee, das verwende ich lieber nicht. Hier so in Rot, in so einen Rotton machen. So, hier also die erste Reihe hier so. Die zweite Reihe so. Und die dritte Reihe dann so. Geht auch. Oder was kann man auch machen? Ich wollte ja auch, habe ja gestern auch vorgeschlagen, hier Eisenblock, Gold, Diamant, Smaragd, auch sowas ein Haus zu bauen. Hier, so geht's auch. Mal hier dann das Smaragd. Diamant kommt hier hin. Gold kommt dann hier hin. Ja, ich bin auch blöd, da müssen noch die Scheiben hin. Ihr seht, es ist nicht einfach, aber das sind jetzt dann erstmal die letzten Häuser, die ich bauen möchte. Na komm, dann machen wir hier mal Eisen hin. Machen wir auch hier 2 Betten hin. Noch bin ich am Aufnehmen, noch ist alles gut. Wie gesagt, es gibt heute nur dieses Video. Ich habe auf jeden Fall versprochen, das auf jeden Fall aufzunehmen. So, machen wir hier so Gold.
Gold an vorderster Front. Da ist gerade der Fall eingetreten, den ich gerade meine. Also nicht hier, sondern mit der Unterbrechung. Habt ihr bestimmt gerade gemerkt. Komm, ich versuche einfach schnell in schnellem Tempo noch schnell zu bauen. Dann mache ich hier aus Erzen etwas. Ein Erzhaus. Wie viele Erze gibt es? 6 gibt es sogar. Dann lassen wir Eisen weg und ersetzen durch Smaragd. Aber keine Sorge, ich werde es zusammenschneiden. Ich werde auf jeden Fall das zusammenschneiden. Morgen muss ich auf jeden Fall ein Video aufnehmen, wegen Bundesliga-Prognosen-Video. Das muss ich auf jeden Fall tun, werde ich auch tun. Jetzt komme ich auf sowas, ne? Das war jetzt gerade nicht wegen Internet, sondern wegen meiner Freundin, die gerade, der meinte, ja, ich störe mal. Nee, kann sie vergessen. So, wie gesagt, ich werde es alles zusammenschneiden, das ist überhaupt kein Problem. Was ich auch machen kann, ein Netherziegel und Rot-Netherziegel verwenden. Für ein Haus. Sieht bestimmt auch relativ schön aus. Oh, mir fällt auch gleich ein, was ich auch machen kann. Jetzt, wo ich gerade das sehe. Und ich habe gerade vergessen, Smaragd. Danke. Ja, weil gerade meine Freundin mich abgelenkt hat, habe ich gerade noch vergessen, das zu machen. Mir fällt gleich ein, was ich auch machen kann. So, das ist auf jeden Fall das Nether-Ziegelhaus. Ich kann es noch ein bisschen so machen. Ja, ich mach's so. Ich mach's so. Perfekt. Sieht perfekt aus. Sieht richtig, richtig cool aus. So. Ja, da ist ja die Tür. Da kann man sie ja nicht sehen. So, fürs 200. Haus fällt mir gleich was ein, was ich machen kann. Aber was mache ich jetzt? Ich glaube, ich mache mal so ein. Was mache ich? Ich mache mal komplett in den hellblauen Farben mal ein Haus. Dann brauche ich noch normales Eis. Hier, das ist alles hellblau. Das verwende ich jetzt mal. Warte, gibt es irgendwie noch was? Ich guck mal, hellblau. Hellblau. Blau, ja, Keramik gibt es noch. Oh, da, daraus kann ich eigentlich. Okay, dann mache ich so. Wenn ich noch weitere solche Häuser baue, könnte ich ja morgen vielleicht noch einmal als Ausnahme machen. Dann mache ich solche Fahnenhäuser, also wie Deutschland, wie Frankreich und so weiter und so fort. Da kann ich daraus was machen. Aber jetzt fällt mir gleich ein, also ich mache jetzt erstmal hier so ein hellblaues Haus. Komplett hellblau. Ist auch ein bisschen Eis mit dem Spiel. Und wieder gab es eine Unterbrechung. Hey, wie super, wie geil ist das denn?
Also das Video wird heute wohl komplett nicht so wirklich schön aussehen, aber klar, wenn mich Leute die ganze Zeit unterbrechen, dann sieht es auch nicht wirklich toll aus. Hier normales Eis. Hier Flammappe aus Glas. Sieht jetzt komisch aus, ne? Aber gut. Das ist auf jeden Fall das hellblaue Haus. Oder soll ich es umbauen? Ach komm, ich baue es mal schnell um. So, ich baue es jetzt nochmal neu auf. Ich lasse mal das Glas weg. Ich habe jetzt zweimal hellblauer Beton genommen, merke ich gerade. Trockenbeton brauche ich noch. Dann geht's auch. Ist schwierig zu unterscheiden. So, nochmal hellblaue Wolle, Keramik, Beton und Trockenbeton. Wolle. Und Keramik. Da kommt Blau, da kommt Keramik, da kommt die blaue Wolle, da kommt Trockenbeton hin. Ist ein hellblaues Haus, aber mit dunkelblauen Betten. Ich versuche jetzt einfach das Video jetzt schnell wie möglich zu beenden. So. So, und dann mache ich jetzt noch ein buntes Keramikhaus hier. Also glasiert. Nehme ich das, nehme ich gelb, nehme ich rot, nehme ich weiß und nehme ich noch grün dazu. Das ist auf jeden Fall das 200. Haus dann erstmal. Morgen könnte ich noch, wie gesagt, welche dazu bauen. Sieht fast aus wie Vanillegelb, oder? Und hier rot. Hier kommt nochmal das und hier kommt Gelb. So, das sieht richtig schön aus. Ja, also heute war es kein komplett verrücktes Video mit nur Dummheit im Spiel. Ein bisschen sorry. Aber wir haben hier ein rotes Haus, wir haben hier ein richtig schönes glänzendes Haus, wir haben ein Erzhaus, wir haben ein Ziegelhaus, wir haben ein hellblaues Haus und wir haben ein glasierten Keramikhaus. Und das war's da. Also 7 Häuser nochmal dazu in verrückter Art und morgen nochmal einige Häuser mit Ländermotiven. Bis dahin, tschüss und ciao und entschuldige nochmal, dass das Video heute so dumm war, aber ich werde es nochmal zusammenschneiden und dann ist auch alles gut. Bis dann.